Herzlich willkommen zurück auf unserem YouTube-Kanal. Mein Name ist Paul Hensel und ich werde dich dieses Wochenende mitnehmen nach Frankfurt zum MMA-Event, organisiert von Octagon. Es wird ein Kampf stattfinden oder mehrere Kämpfe, unter anderem von unserem gesponserten Kämpfer, dem Arian Topalay. Der wird dieses Wochenende kämpfen. Ich bin sehr gespannt. Das ist mein erstes MMA-Event, wo ich hingehen werde. Und da ist es auch noch direkt Europas größtes MMA-Event, soweit ich weiß, in Frankfurt im Deutsche Bank Park. Nimm dich jetzt dieses Wochenende mit. Ich fliege gleich los, packe noch meine Sachen zusammen und dann geht's direkt nach Frankfurt. Heute Abend noch entspannt erstmal im Hotel einchecken und morgen ist dann der Kampf. Wie gesagt, dieses Wochenende werde ich dich mitnehmen. Du kannst ein bisschen dabei sein, werde ein paar Szenen, so Behind the Scenes auch filmen und vielleicht bekommen wir den Arian vor dem Kampf oder nach dem Kampf dann auch direkt nochmal hier vor die Linse. Ich hatte ja schon mal ein Video gemacht, wo ich ihn vorgestellt habe, den Arian, wo wir so ein kleines Interview auch geführt haben. Also wenn du das Video noch nicht geschaut hast, verlinke ich dir das gern. Kannst du dir das gerne mal anschauen, wo der Arian sich als Kämpfer mit seiner Motivation als MMA-Kämpfer auch vorgestellt hat. Ich freue mich, wenn du jetzt gleich dabei bist beim Vlog. Bis gleich. Und wir sehen uns dann in Frankfurt spätestens wieder. Jetzt angekommen in Frankfurt, gerade gelandet, gleich geht's zum Hotel. Erstmal vom Flughafen gleich los mit dem Uber in die Stadt und dann geht's weiter. Gerade unterwegs in der Stadt, haben gerade gefrühstückt, Kaffee geholt und gehen jetzt noch mal fix zum Hotel, machen uns fertig und gehen dann auch gleich direkt ins Stadion zum Kampf. Der Kampf um Arian ist schon relativ zeitig, um 17 Uhr, 17.30 Uhr ungefähr. Der Hauptkampf ist dann ein bisschen später, also es gibt auch sehr viele Kämpfer an dem Abend. Deswegen schalte ich gleich dann noch mal ein, wenn wir im Stadion sind. Jetzt wie gesagt noch ein bisschen in der Stadt unterwegs, am Samstag meinen Kaffee geholt, um rein zu starten in den Tag. Jetzt gerade in der Tiefgarage angekommen. Mein Geschäftspartner Paul Niederlag ist auch mit dabei. Und der Felix, unser Agenturpartner aus Dresden von Recruitis. Hey Felix, sag mal Moin. Grüße, moin. Genau, die Dresdner Jungs sind eingetroffen jetzt hier in Frankfurt. Und wir gehen jetzt gleich rein ins Stadion. Wir haben hier so Business-Tickets. Essen und Trinken ist da, glaube ich, auch mit drin. Sind mal gespannt. Wie gesagt, es sind ziemlich viele Kämpfe. Also das Event wird wahrscheinlich ganz schön lang gehen. Es ist jetzt erst gegen 16 Uhr und ja, sind mal gespannt, wann es losgeht. 17 Uhr geht das Event, glaube ich, richtig dann los. Aber wie die ersten Kämpfe aussehen, ob alles nach Plan läuft. Und vom Zeitlichen her ist dann Arian, glaube ich, gegen 17.30 Uhr dran. Und Felix, was denkst du, wer gewinnt heute? Christian Eckerlin oder Christian Jungwirth? Eckerlin, ja. Wird auf jeden Fall ein spannender Kampf, ja. Definitiv. Weil der Frankfurter gegen den Stuttgarter, also bin sehr gespannt. Paul, was denkst du, wer gewinnt? Eckerlin oder Jungwirth? Es war Heimspiel für Eckerlin, aber ich denke, der Jungwirth macht das. Der geht mit einem hohen Risiko rein, aber unbeholfen und ohne Erwartung, denke ich, auch von seiner Seite und zeigt da seine Leistung. Und der Eckerlin ist ein bisschen mehr unter Druck als der Jungwirth, würde ich sagen. Und ich denke, rein vom Mindset her wird der Jungwirth das packen. Aber mal schauen. Wie gesagt, ist meine Tendenz. Hoffentlich wird es ein sehr, sehr spannender Kampf und nicht direkt in der ersten Runde enden, sondern geht er vielleicht auch die eine oder andere Runde. Das sind, glaube ich, 5 Runden, 5 Minuten jeweils, oder? Ja. Also 25 Minuten, das ist schon ein extrem langer Zeitraum, wenn man mal wirklich 25 Minuten durchkämpft. Also ich habe auch mal Kampfsport gemacht eine Zeit lang.
Thai-Boxen und Grappling. Und wenn man dann mal wirklich gegen jemanden kämpft oder auch Sparring macht, ne, und du bist dann mal so 2-3 Minuten am Kämpfen, bist halt unter Spannung dauerhaft. Plus dann noch diese Atmosphäre hier und dieser Druck, der auf dir ist. Also es ist unvorstellbar, was da für Energie aufgewendet wird, wie gut man vorbereitet sein muss, wie viel Ausdauer man noch braucht, um überhaupt so einen Kampf durchzuhalten. Und dann vor allem 5x5 Minuten, also 25 Minuten insgesamt. Wir sind sehr gespannt. Ja, wir werden jetzt noch mal hier uns ein bisschen was beim Buffet holen, das eine oder andere Getränk noch reinziehen und dann geht es in der Stunde circa los, die ersten Kämpfe. Und dann gucken wir uns das Ganze hier mal an. Sind ja auch relativ nah dann schon am Ring dran. Hier sind jetzt hier noch die VIP-Plätze davor, aber sonst haben wir einen echt guten Platz bekommen. Diesem Moment, dem Kampf um den König von Deutschland, der nie vergessen werden wird. Doch nur einer kann auf dem Thron sitzen. Wird es der König von Frankfurt oder der unsterbliche Kelte aus Stuttgart sein? Hat. So, erstmal sage ich, dass Gera Frankfurt, auch wenn er mich ausbuht, ist mir egal. Das ist ein Kampf, ob Ringen oder Stand-up, ist scheißegal. Aber ich sage auf jeden Fall, allen war ein sehr tougher Opponent, auf jeden Fall sehr tougher Gegner. Ich habe bis jetzt alle meine Kämpfe, die meisten Kämpfe immer gefinisht, aber gegen einen würde ich da fertig einsetzen. Der Mann ist wirklich sehr stark, ehrlich. Sei es im Stand oder Boden, ist auf jeden Fall sehr stark. Ich habe auf jeden Fall, sag ich, Probleme gehabt, aber trotzdem ein geiler Kampf. Ich habe im Endeffekt den für mich entschieden. Der Kampf am Arian ist vorbei. Es sind jetzt schon die nächsten Kämpfe gestartet, aber leider hat der Arian verloren. Es war ein schwieriger Kampf, war sehr, sehr viel Bodenkampf dabei. Der Arian hatte schwer die Chance, überhaupt aus dem Clinch herauszukommen. Der Nafuka hat auch oft, also der Nafuka war der Gegner vom Arian, hat auch oft den Rücken vom Arian gehabt und mehrere Submission-Versuche, also mehrere Versuche, den Arian zur Aufgabe zu bringen. Deswegen sehr, sehr schade, dass der Arian leider verloren hat, aber man hat auch die Traurigkeit gesehen bei Arian im Gesicht. Wir sitzen auch direkt hier davor, wo die Kämpfer reinlaufen und auch wieder zurück quasi in die Kabine gehen. Und da konnten wir auch sehen, der Arian war komplett fertig danach leider. Es tut uns sehr leid. Er hat alles gegeben, denke ich, trotzdem. Hat sehr, sehr gut entgegengehalten. Schade, dass er leider keine Chance hatte da im Bodenkampf. War bestimmt auch sicherlich sehr, sehr aufgeregt. Das Stadion ist auch sehr voll momentan, wenn man hier sieht. Die Stimmung wird auch immer besser mit jedem Kampf. Schade, dass der Arian da, wie gesagt, an der Stelle verloren hat. Aber es geht weiter. Es gibt bestimmt wieder den nächsten Kampf. Und ja, beim nächsten Mal wieder 100% Vollgas. Mehr Vorbereitung, bessere Vorbereitung. Und dann macht er auch den nächsten Kampf.
Paul, was ist dein Feedback zur Niederlage von Arian? Ich bin ganz ehrlich zu dir, der Kampf, der beste Kampf, das weiß der Nafuka ganz genau. Und Arian hatte jetzt nicht die Möglichkeiten sein können, in den drei Runden perfekt unter Beweis zu stellen. Wenn das Thema ein bisschen fairer zugegangen wäre, 1:1 im Stehen, dann hätten wir dort mal einen wahren Sieger erkannt. Und ich denke, das wäre dann der Arian gewesen. Und bin ganz ehrlich zu euch, da muss es ein Rematch geben, damit Arian die Chance hat, auch mal zu zeigen, was er kann. Weil das war, bin ich ganz ehrlich, nicht das, was eigentlich von allen Zuschauern hier in der gesamten Arena gesehen werden wollte. Man wollte einen richtigen Actionkampf sehen und das hat der Nafuka nicht geboten. Das weiß er ganz genau, er hat auch genickt und hat das auch ehrlich zugegeben. Und Arian braucht nicht den Kopf hängen lassen, der muss weiterarbeiten. Und die nächsten Kämpfe werden erfolgreich werden und wir als Niederlag Consulting werden Arian weiter unterstützen, auch über die nächsten Monate und Jahre und begleiten ihn auf seinem erfolgreichen Weg, insbesondere in die UFC. Und bin definitiv überzeugt davon, dass Arian in den nächsten Monaten und Jahren noch geile Kämpfe absolvieren wird und eine große Sache spielen wird. Ja, da hat Paul ein sehr, sehr gutes Feedback gegeben. Genau das denke ich auch. Also der Weg zur UFC ist definitiv noch offen, auch wenn jetzt nicht der Kampf gewonnen wurde. Aber wie man hört, hier sind die nächsten Kämpfe schon am Start. Wir gucken weiter zu und sind gespannt. Und heute Hauptevent Eckerlin gegen Jungwirth. Weiter geht's. Ich denke, es war ein unterhaltsamer Kampf. Auch von Seiten von Christian, Applaus für ihn. Ist ein wahrer Krieger. Kämpft wie ein Schwein. Zurück vom Kampf sind wir jetzt gerade im Auto. Es geht wieder zurück zum Hotel. Christian Eckerlin hat gewonnen. Und Max Koga hat auch gewonnen. Also die drei Hauptkämpfe waren alle sehr erfolgreich. Felix, wie fandest du es? Sehr geil. Ja. So muss sein. Es war nur schade, dass der Arian verloren hat. Wir haben Arian dann auch noch gesehen, mit ihm kurz geredet. Nochmal gesagt, dass wir auf jeden Fall hinter ihm stehen, dass er trotzdem sehr gut gekämpft hat, dass er einfach dranbleiben muss und trotzdem sehr, sehr guten Job gemacht hat. Kann passieren, Niederlagen gehören mit dazu zum Spiel oder zum ganzen Game. Deswegen ja, war es trotzdem ein geiler Abend an sich, hat Spaß gemacht. Mein erstes MMA-Event oder von uns allen, nee, außer der Felix war schon mal beim MMA-Event dabei. Ja.
sind wieder auf dem Weg zurück nach Hause und ich habe jetzt einen kleinen Reisetipp für euch. Wenn ihr eine American Express Karte habt, dann nutzt auf jeden Fall die Priority Lounges aus. Da hat man immer Zugriff auf eine Lounge, in dem Fall jetzt hier von Lufthansa. Wir fliegen jetzt zurück von Frankfurt nach Dresden. Hat dann immer ein Buffet oder Essen, kann aber auch sich Getränke nehmen. Und ist ganz praktisch beim Reisen, wenn man einfach unterwegs ist, dass man sich in die Lounge begeben kann, noch ein bisschen arbeiten kann und hier auch nochmal essen und trinken kann. Wieder zurück in Dresden angekommen, kann ich jetzt noch reflektierend sagen, dass es ein sehr cooles Event war, es viel Spaß gemacht hat, die Stimmung auch sehr, sehr stark war in der Deutschen Bank Arena, also im Stadion, wo das Event stattgefunden hat. Wie gesagt, ein Weltrekord wurde gebrochen mit den meisten Zuschauern beim MMA-Event. Also sehr, sehr stark veranstaltetes Event, war gut organisiert. Von den Kämpfen hat auch alles sehr gut nacheinander gepasst. Ich habe mir auch einige YouTube-Videos noch von den Kämpfern jetzt im Nachhinein angeschaut, was noch so passiert ist oder aus deren Sicht, wie die Kämpfe waren. Leider hat, wie gesagt, der Arian verloren, wie ihr gesehen habt. Wir stehen aber natürlich weiterhin im Kontakt mit ihm, unterstützen ihn. Und es gehört auch mal dazu, eine Niederlage einzufahren. Und man kann ja leider nicht immer gewinnen. Dementsprechend kommt er dann auch stärker wieder. Wie gesagt, wir stehen hinter Arian, wir unterstützen ihn, freuen uns dementsprechend auch schon auf den nächsten Kampf und die nächste Vorbereitung von ihm. Und ich bedanke mich erstmal an der Stelle, dass du eingeschaltet hast. Ja, schau gern weitere Videos auf unserem Kanal an. Das nächste Video wird wahrscheinlich wieder Sales-Content sein zum Thema Vertrieb und Marketing. Dementsprechend, ja, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Dein Paul.